Ich bin 2,1 Meter. Ich habe ständig irgendwelche Macken am Kopf. Das ist halt leider so. Ich bin Bertolt Röttger, ich bin der Personalleiter und Syndikusrechtsanwalt bei ELA Container. Ich komme aus Meppen, bin hier groß geworden, war zum Studieren einmal in Münster, dann wieder zurück und lebe wieder im wunderschönen Meppen. Meine Mutter hat mir irgendwie, seitdem ich 6 war oder so, eingetrichtert, dass Rechtsanwalt doch ein cooler Beruf wäre. Und tatsächlich habe ich das dann so gemacht, hat meine Mama stolz gemacht und bin dann Rechtsanwalt geworden. Habe dann mich auf Arbeitsrecht spezialisiert. Habe mich da nochmal fortgebildet und war dann ein Jahr als Dozent tätig und habe dann andere, ich sag mal, Juristen geschult im Bereich Arbeitsrecht und bin dann zu einer kleinen Unternehmensberatung gekommen und dann ist das so mit Recht und Personal dann gekommen. Habe mich dann im Personalbereich noch weitergebildet, habe dort nochmal einen Personalfachkaufmann gemacht, um da auch nochmal ein bisschen mehr Expertise zu bekommen. Habe mich dann sehr, sehr viel eingelesen und darum gekümmert. Und bin froh, dass ich jetzt quasi beide Welten vereinen kann. Also sowohl rechtlich viele Punkte habe, aber halt auch viel im Personalbereich, was viel kommunikativer ist, man hat viel mehr mit Leuten zu tun. Macht mir persönlich mehr Spaß, als mich immer nur den ganzen Tag zu streiten. Ich bin bei ELA seit dem 1. Juni 2016, also jetzt knapp über 5 Jahre. Ich habe in der Zeitung eine Stellenanzeige gesehen, da hat ELA Container einen Juristen und einen Personaler gesucht. Hab dann hier angerufen, hatte dann erst die Sekretärin von Tim Albers dran, die mich dann direkt durchgestellt hat zum Geschäftsführer. Hab dann kurz mit Tim gesprochen und er sagte, ich soll einfach mal vorbeikommen. Und dann hatte ich glaube einen Tag später sogar schon irgendwie das Gespräch hier vor Ort. Da habe ich mit Tim unterhalten, eine Stunde ungefähr, haben uns gut verstanden. Und dann sagte er danach auf einmal, du kannst ja auch anfangen zu arbeiten. Es hat schon einen gewissen Flair, ich sag jetzt mal, ja, Musik auf Platte zu hören. Es hat schon so dieses Knistern, das hat irgendwie man hat eine Haptik dabei. Aber ich finde es schon dann immer was ganz Besonderes, wenn man dann nochmal die Zeit dazu findet, irgendwie ja, Musik zu Hause zu hören, auf Platte. Also ich würde schon sagen, dass die Musik meine Jugendzeit geprägt hat, weil ich da super viel Zeit mit verbracht habe. Also erstmal hören, Konzerte gehen, aber ich habe auch selber Musik gemacht. Ob das jetzt wirklich gut war, sei mal dahingestellt, aber hatte sogar mal 1-2 Auftritte. Ob die gut waren, sei auch mal dahingestellt, muss man ja auch mal ehrlich und kritisch sagen, aber es hat Spaß gemacht. Ich bin mit 4 Leuten gestartet, jetzt sind wir mittlerweile dann schon mit mir 10. Die Stimmung in meinem Team behaupte ich jetzt mal, ist sehr, sehr gut, logischerweise. Wenn ich was anderes sagen würde, wäre es sicherlich auch komisch, aber nein, wir verstehen uns sehr, sehr gut miteinander. Das ist auch so, dass wir privat auch mal was machen. Klar, muss man ein Stück weit trennen, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, eine sehr, sehr lockere Kultur. Ist auch ein sehr junges Team und ich glaube, das macht dann auch viel einfach aus. In meiner Freizeit spiele ich ja aktuell wieder gerne Basketball, also freizeitmäßig nur noch Verein, das ist schon lange hinter mir. So nach der Arbeit oder so werfe ich manchmal noch ein paar Körbe selber für mich. Und am Wochenende oder wenn die Kollegen mal Zeit haben, dann auch mal gerne irgendwie 1-on-1, 3-on-3, irgendwie sowas. Naja, so einen typischen Arbeitsalltag gibt es ehrlicherweise kaum. Also ich sag mal, klar hat man mal Vorstellungsgespräche, die kommen dann immer mal rein, wo ich dann auch dabei bin. Bei den Erstgesprächen bin ich mittlerweile fast kaum noch dabei. Es sind eher so die 2/3-Gespräche, wenn die Geschäftsführung dazukommt. Aber immer wenn ich denke, oh, der Kalender ist ja heute relativ leer, ich habe heute einen ruhigen Tag, dann passiert irgendwas. Weil ich sag mal, bei 1000 Mitarbeitern, über 1000 Mitarbeitern, die wir haben, passiert eigentlich am Tag immer irgendetwas, worum man sich dann irgendwie kümmern muss. Hey, Moino. Moin. Also die Unternehmenskultur würde ich als, ich sag mal, locker bezeichnen. Also wir duzen uns ja alle, selbst die Geschäftsführung wird geduzt. Also alles eher auf Augenhöhe miteinander, vernünftige Zusammenarbeit, nie irgendwie von oben herab. Wir haben ja relativ flache Hierarchien tatsächlich. Also tatsächlich ist es auch so, behaupten ja immer alle, aber bei uns ist es tatsächlich so. Und die gesamte Kultur ist eher locker direkt auch. Also damit muss man natürlich auch umgehen können. Also wir werden oft gefragt, wenn wir auf Jobmessen zum Beispiel sind, wo wir vermehrt auftreten, dann vielleicht auch, ich sag mal, mit unserer lockeren Art, ob wir
wirklich so sind, ob das Arbeiten hier auch tatsächlich so ist. Und tatsächlich ist es so. Also das ist wirklich 100% so, das ist authentisch. Ja, kann man vielleicht nicht immer sofort so glauben, aber ich glaube, wenn die Leute das erste Mal hier waren, auch mal im Welcome Center waren, dann auch mal sehen, wenn da andere Leute langlaufen, die jetzt nicht in der Personalabteilung arbeiten, aber einfach diese Stimmung, das macht einfach das gesamte Unternehmen dann auch ein Stück weit mit aus. Am liebsten ist es uns, wenn Bewerbungen, ich sag mal, in digitaler Form reinkommen, über unser Bewerberportal oder Karriereportal dann, wo man sich direkt bewerben kann, kann man per Mail schicken oder auch eben direkt hochladen. Und Videobewerbungen sind natürlich auch immer sehr gerne gesehen. Für uns ist entscheidend ehrlicherweise eher dass die Chemie und das Bauchgefühl. Also für uns ist wichtig, dass die Person zu Ela passt, zu uns passt. Sprich, ich habe jetzt weit über 1000 Bewerbungsgespräche, wie meine Kollegen auch schon mittlerweile. Da kriegt man relativ schnell tatsächlich ein Gefühl, passt es oder passt es nicht. Die Qualifikation muss natürlich grundsätzlich stimmen, ist klar. Und dann ist es auch immer eine Teamentscheidung. Also tatsächlich entscheide ich das ja nicht komplett alleine, sondern dann auch eben die Fachabteilung logischerweise mit, weil da arbeitet die Person in der Regel ja dann auch mehr. Ja, ich habe für meine Kinder im Garten Klettergerüst, Schaukel und so weiter gebaut, tatsächlich, also einfach Holz gekauft und dann, ich sag mal, selber aufgezeichnet und gebaut. Also jetzt nicht ein fertiger Bausatz oder sonstiges, weil ich diese normalen Standard-Spielhäuser, war nicht so meins, hat mich nicht so angesprochen. Und dann hat man das mal versucht, war auch ein Kampf und zwischendrin war ich auch mal am überlegen, ob ich es einfach wegbrenne, ehrlich gesagt, als es dann nicht so gut geklappt hat. Aber am Ende bin ich doch ganz stolz, dass es geklappt und irgendwie freut man sich auch, wenn die Kinder irgendwie auf den Spielsachen oder Spielgerüsten spielen, die man dann halt selber irgendwie gebaut hat. Und dann runterspringen.